Hallo. Wisst ihr, ich werde oft gefragt, hey Parappa, warum stellst du eigentlich immer nur so alte Spiele vor? Denkst du, dass alte Spiele grundsätzlich besser sind als neuere? Nein, das würde ich gar nicht so sehr sagen. Also ich zumindest betrachte das sehr differenziert. Zum Beispiel gibt es zwei Sorten von Spielen, die eigentlich erst in jüngeren Generationen wirklich spielenswert wurden. Das eine sind Dragon Ball Spiele, die erst seit der Erfindung der PlayStation 2 oder des Game Boy Advance brauchbar wurden. Das andere sind Wrestling Spiele, die früher eigentlich immer ein Garant für Langeweile waren, bis jedenfalls THQ des Weges kam und den Staub abgeklopft hat. Allerdings gibt es zu jeder Regel auch immer eine Ausnahme und in diesem Fall ist das WrestleMania The Arcade Game. Ein Spiel, das schon früher gezeigt hat, dass Wrestling-Spiele auch auf alten Konsolen schon Spaß machen konnten. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Main Event von WrestleMania, wo gerade außerhalb des Rings Lex Luger gegen seinen Klon Lex Luger antritt und das vor einem ausverkauften Haus von mehr euphorischen Klonen. Aber apropos Lex Luger, im Ring tobt gerade die Schlacht zwischen Undertaker und Lex Luger, wobei der Totengräber gerade seinen Kontrahenten mit einem gezielten Uppercut ca. 12 Meter in die Luft befördert. What a Slobbernacker! Ihr seht schon, in diesem Wrestling-Spiel hatte man jetzt nicht so sehr das Ziel, die Welt des Sports Entertainment möglichst realistisch umzusetzen. Aber ich bin damit durchaus einverstanden, einfach weil das Spieltempo viel, viel höher ist. Oder wann habt ihr das letzte Mal den Undertaker rennen gesehen und Dropkicks machen? Dürfte so ungefähr kurz nach der Wende gewesen sein. Die Grafik fällt natürlich direkt als erstes auf. Und ja, er sieht tatsächlich aus wie Mortal Kombat, ist ja auch beides von Midway. Allerdings aus der ISO-Perspektive, wie bei Pit Fighter, nur dass Pit Fighter eben völliger Schrott war. Zur Auswahl stehen 6 wackere Recken. Doink, der Clown, eines dieser zu Recht vergessenen Müllgimmicks. Also nicht der Rede wert. Bret Hart hingegen eine Ikone, der sowohl sämtliche Höhen als auch Tiefen des Wrestling-Business miterlebt hat. Razor Ramones Scott Hall galt früher als ziemlich cool, inzwischen hängt er die meiste Zeit aber nur noch mit seinem Kumpel X-Pac in irgendwelchen Entzugskliniken rum. Der Undertaker bedarf wohl keiner Vorstellung. Eines dieser unsterblichen Gimmicks, erst mit Hut, dann ohne Hut, mal als Biker, dann wieder mit Hut und inzwischen mit Glatze. Und wenn er seinen Lebensunterhalt nicht damit verdient, eingeölte Kerle in Särge zu stopfen, dann soll er wohl auch ein 1A-Immobilienmakler sein. Dann hätten wir da noch Shawn Michaels, ähnlich wie Bret Hart eine der Ikonen, da echter Entertainer und wohl auf ewig das populärste Mitglied von DX. Aber was viel wichtiger ist, einer der wenigen, die sich rechtzeitig zurückgezogen haben, bevor es lächerlich oder gar gesundheitsschädigend wurde. Ach ja, und dann ist da noch Lex Luger, keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Übrigens standen in der Original-Arcade-Version 8 Wrestler zur Auswahl, aber die letzten beiden haben wohl nicht mehr aufs SNES-Modul gepasst. Und nein, das war keine Anspielung auf den Körperbau von Yokozuna und Bam Bam Bigelow. Auch wenn sie abseits der Kleidergröße noch andere Sachen gemein haben. Zum Beispiel, dass beide leider inzwischen den Großteil ihrer Freizeit in ihren Gräbern verbringen. Und apropos Gräber, schnappen wir uns doch mal den Undertaker und schauen uns das Kampfsystem näher an. Die Controller-Belegung ist wie ein typischer Prügler ausgelegt. 2 Tasten für schnelle oder harte Schläge, sowie 2 für schnelle oder harte Tritte. Die Schultertasten blocken, mit Y und B gleichzeitig wird gerannt. Kurz gesagt, es geht gut von der Hand und nach einem Match zum Warmwerden kann man eigentlich schon loslegen. Der Schwerpunkt bei Kämpfen liegt also eher auf Rumgekloppe denn auf Grappling-Moves, was so manchen Fan wahrscheinlich die Augen verdrehen lässt. Allerdings gibt es auch richtige Wrestling-Griffe, die in diesem Fall als die Beat'em-up-typischen Special-Moves fungieren. Zum Beispiel der Chokeslam vom Taker. Viertelkreis von unten nach vorne plus Y, um sich an den Hals des Gegners ranzusaugen und dann unten plus A für die Ausführung. Wow. Natürlich gibt es auch die anderen Trademark-Moves wie den Tombstone Piledriver oder die Super Kamikaze Ghost Attack. Moment, was? Für mehr Schaden steigen wir auf die Ringecke und hopsen auf den Gegner oder machen Killer-Instinct-artige Ultra-Kombos wie den Headbang of Doom. So spaßig wie das Ganze klingt, ist es auch. Doch da ist eine Kleinigkeit, die mich so richtig foltert. Diese Musik. Ich meine, die Themen der einzelnen Wrestler klingen ganz gut, aber die laufen nur für ein paar Sekunden zwischen den Matches. Aber während den Begegnungen hat man diesen ätzenden Endlos-Loop und es ist das einzige Stück. Ah. Ich brauche andere Musik, wenn ich das hier durchstehen will. Ja, WrestleMania, das Album. Ich weiß nur nicht, warum man als Vertreter der Tag-Team-Division ausgerechnet die Nasty Boys nehmen musste. Hatten die Road Warrior an dem Tag keine Zeit? Innen drin wird's aber noch besser.
Oder wer wollte nicht schon immer mal Jim Duggan an der Trompete hören oder ein zauberhaftes Duett gesungen von Tatanka und Bret Hart? Oh ja, ich glaube ganz fest daran, dass alle Instrumente auf dieser CD von den Wrestlern selbst gespielt wurden. Was wollt ihr mir als nächstes erzählen, dass Scooter in Wirklichkeit eine 80er Jahre New Wave Band sind? Okay, schlechtes Beispiel, aber ich kann es kaum noch abwarten. Wahrscheinlich all die klassischen Einmarschmelodien in kristallklarer CD-Qualität. Wir hören mal weiter durch. Wird schon noch was Brauchbares kommen? Ihr habt ja so recht. Mann, oh Mann, ey, das ist echt übel. Aber kommt schon, zumindest der Undertaker kriegt noch was Würdiges, oder? Geschichten aus der Gruft. Wisst ihr was? Vergesst es, ich leg einfach Battletoads drunter. Es stehen zwei Spielmodi zur Auswahl, Intercontinental und World Championship. Dabei geht es eigentlich nur darum, wie viel Gegner zu plätten sind, bevor man den Titel bekommt. Der IC-Titel beginnt mit ein paar simplen Einzelmatches, geht dann über zu Handicap-Matches, also 2 gegen 1, wie zum Beispiel das sehr wahrscheinliche Duo aus Bret Hart und Shawn Michaels, und endet dann im Titelkampf in einem Triple-Handicap-Match. Der World Championship-Modus eiert hingegen gar nicht erst mit Fernbegegnungen rum, sondern startet direkt mit Handicap-Matches. Die letzte große Aufgabe ist dann die WrestleMania Challenge, bei der ihr mit einer einzigen Energieleiste gegen 8 Kontrahenten bestehen müsst. Dabei lässt sich dann der Schwierigkeitsgrad sehr flexibel anpassen. Auf sehr leicht sind die Gegner im Grunde nur Fallobst, also gut zum Üben. Auf mittel sind die Matches sehr ausgeglichen, wenn man weiß, was man tut. Und auf schwer wischen die Jungs mit euch den Boden auf. Auf den Punkt gebracht. Es macht wirklich keinen Sinn, WrestleMania Arcade mit den wirklich guten Smackdown-Spielen von heute zu vergleichen. Wieso sich überhaupt dann damit aufhalten? Nun, weil es eine durchaus brauchbare Alternative zu den 2D-Prügelspielen dieser Zeit darstellt, nehmen wir zum Beispiel Fatal Fury 2 oder Street Fighter 2. WrestleMania Arcade erreicht zwar nie ganz deren Klasse, aber für so einen netten Abend unter Kumpels ist es durchaus zu gebrauchen. Darum vergesst niemals den großen Philosophen Vince McMahon. Life sucks and then you die!